Was ist der Mehrwertsteuersatz? Die Umsatzsteuer beträgt 10%. Die Härte der Rechtsprechung ist hart. Das bedeutet, wenn wir eine Sache machen, werden wir sofort exekutiert. Ja. Wie bekommen wir jetzt die Orangenen raus aus der Dreckstadt? Ganz simpel. Wir locken sie nach draußen und dann schlachten wir sie ab. Ja. Aber dann brauchen wir einen Outlaw. Also ein Ding, einen ganz schlimmen Buch. Ja, du kannst doch eine Gaunerin sie suchen. Hm? Ja. Das würde gehen. Aber die stöhnen einfach absolut, wenn man die schlafenden Arbeiter anklickt. Da weißt du, was sie machen. Ja, natürlich. Hinsetzen. Wie schenkt man aus? Ich google das. Es wird geschehen. Die Rechtsprechung wurde geändert. Alter, drehen die jetzt alle durch, oder was? Wieso drehen die durch? Ergo sum. Überall wird jetzt erstmal die Rechtsprechung fortgesetzt. Alles klar, entschuldigt, wenn ich euch über so überfalle. Was gibt's? Ja. Ihr habt eine wunderschöne makellose Haut. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank. Alter. Wunderschöne und der bekommt richtig Vagina am Abend. Nein! Ganz knapp! Alea Jagda. Die haben nichts gegeben. 20%! Alter, wir sind da durchgedreht! Selber. Junge, geh ich gleich vor einen komischen Richter. Zahl euch diese komischen Steuern da selber, ihr kleinen Unikschlecker. Wo ist überhaupt mein Markkarren? Wo sind meine Kunden? Wo ist jeder? Aber vor allem, wo ist mein Markkarren? Mache mich ans Werk. So. Ah, wir haben noch Bier im Lager. Jetzt arbeitet am Dünnbier. Dingo macht seine Morgenmesse. Wie es sich gehört. Gerare humanum est. Gleich. Aber noch, es sind noch nicht die Menschen da. Es ist 6 Uhr morgens. Selbst meine Mitarbeiter sind nicht da. Ja. Ich komme dann einfach zur Morgenmesse. Warte, bist du katholisch oder protestantisch? Evangelisch. Ja, dann komme ich zur Morgenmesse. Ich habe die katholische Kirche ausgespielt. Der rechte Glauben. So nennen die sich. Junge, die zünd ich an. Die kleine Kirche. Rudolf Schmalberger. Der Priester von der katholischen Kirche ist der Bruder von einer meiner Angestellten. Tja. Dünnbier. Kommt. Dünnbier. Körnerbrei. Es passiert gleich irgendetwas Schlechtes wieder. Weil, wenn das Spiel gut läuft, passiert gleich wieder etwas wie Umsatzsteuer 40%. Das machen die. Die schauen zu. Wo sind meine Arbeiter? Da sind. Ja klar, jetzt gibt's erstmal Krieg gegen das gegen Frankreich. Ja, gut. Erbkrieg. Junge, da gehe ich mit. Sag mal, das Dünnbier nehme ich. So, gleich geht's los für die große Messe. Ja. Ja, das Inventar ist voll, das ist absolut klar.
weil ich jetzt Bier ausschenke. Divide et impera. Wohin geht er? Ja, ich komme doch nicht zur Morgenmesse, er schenkt jetzt Bier aus. Mache mich ans Werk. Jetzt öffnet die Tür und die Pforte. Ich schicke stellvertretend meinen Handlanger. Auch gut. Ah nee, die kosten zu viel. Na, doch nicht. Zu Verkauf stehende Gebäude. Erdäpfel? Was sind Erdäpfel? Ach, der ist nur so ein billiger Priester am Predigen. Ne, also ich komme erst, wenn der richtige Dingo zum Predigen anfängt. Dann komme ich. Ja, sag es mal, der ist jetzt weggegangen, weil du auch nicht da bist. Ja, doch. Sag mal, Alter, er schenkt Bier vor der Kirche aus, ey. Das ist falsch mit ihm. Junge, es gibt einen großen Marktplatz, wo er alles ausschenken könnt. Er geht zur fucking Kirche. Jemand hat sich in euch verliebt. Jetzt brich ab. Er steht vor der Kirche von mir. Weißt du, er wollte so ein bisschen mithören, weißt du? Der ist einfach leicht, bitte. Ja. Jo, ich heirate jetzt mitten auf der Straße. Das ist ein dreckiger Fick auf dem Balkan. Hier an Ort und Stelle, es gibt eh kein Kloster, was ich mir leisten kann, also los geht's. Das ist schon ein Kloster. Ja. Wie kann man Bier ausschenken? Ich habe mal, Google hat die Lösung. Ego sum. Das macht er einfach automatisch. Divide et impera. Kein so gut wie erledigt. Ich gebe mir einen Titel. Schon mit 3 Dünnbieren beladen. Höchstwahrscheinlich nehme da einfach eins für Freibier und so. Gib mir einen Titel. In vino veritas. Der Raban Heppner hat sich auch gerade den Titel Bürger gekauft. So, Dingo. Hm? Steige auf. Wo soll's hingehen? Was bist du? Noch immer ein Priester. Wo bist du überhaupt? Ich hab Besseres zu tun, ja? In meinen Gemächern. In deinen Aha. Da schauen wir gleich einmal rein. Ha! Scheint ein Kind zu erwarten. Also, so schnell geht's. Ist was? Cui bono? Wie er grinst. Deine Schmierfink. Der Jetzt geht er wieder in die Kirche beten. Du hast bummst da mal und dann. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Rufmord. Sag mal, Variatio also. Weiser sind Jelver nimmersatt. Was? 6000 Gold? Ne. Ich will nicht wissen, wie OP der Effekt davon definitiv ist, aber. Nicht. Ja? Cui bono? Was? Der Effekt von Rufmord. Ja, aber 6000. Das kostet schon ein wenig. Nun? Wollen Titel kaufen? Komm, ganz klar. Gibt's überhaupt in diesem Dorf ein Panthaus? Nee. Ja, darum klar! Bist du absolut reich. Na klar, hat der Typ, der bei uns im Dorf mitgestartet, jetzt schon 2 Betriebe. Ja. Nicht? Und jetzt wird's noch interessanter, weißt du was? Das eine heißt Astloch, das andere Nägel hier. Ihr wurdet angesprochen. Der ist kreativ. Ihr wollt also nicht so wie du. Ja? Valhalla. Vor allem, das steht nicht immer da, wenn man es anklickt. Ich weiß. Es ist ziemlich broke. Fenstergitter. Nö, wir können einbrechen. Was würden die nehmen? Es gibt nichts drin. Cui bono?
Was? Die palabert irgendetwas mit meine Füße tun weh. Weiter, komm, alle. Wir haben keine Rohstoffe, aber es kauft doch niemand etwas. Herzlichen Glückwunsch. Was soll das? Was? Die Rechtsprechung wurde geändert. Human. Gut, jetzt können wir die abstechen. Da geht ihr gerade der Orangene vorbei. Komm, den schlagen wir zusammen. Ich geh raus. Warte, ich komm gleich hinterher. Ich hoffe, ein Dolch. Oder na, ich geh einfach sofort hin. Hast du noch ein paar Leute mitgenommen? Ein paar Sklaven? Hast du welche? Nein, nimm das ist... Der Priester, Junge, den schlagen wir richtig zusammen. Na, warte, er geht ja woanders hin. Diese Scherge. Ah, aha. Aha, die bewacht ihn. Aber die ist krank. Die kann nicht. Ans Werk. Anderweitig geht er wieder zum Bütteln. Cui bono? Läge. Cui bono? Bist du noch da? Immer. Okay. Warum ist Versengold hier? Komm nie in meine Taverne. Was? Die gehen in das billige Patrizier-Eck. Was ist falsch mit euch? Die gehen nicht in meine Taverne. Alter. Was soll das? Warum kauft denn niemand ein? Kein Bock. Kaufen deine Leute ein. Die kaufen bei mir Hostiz. Guck mal, na, Krieg. Wir sind im Krieg. Ja gut. Hast du teilgenommen? Nee. Ohne Fleiß, kein Preis. Mein Handkarren kauft nichts. Jetzt geht er durch ein Haus durch. Jetzt macht er wieder Tokyo Drift. Ja, genau, durch den Hackblock. Genau. So geht's einkaufen, Olle. Leer mal mein Lager. So, komm schon. Ich brauch Pergamente. Die Produktion wurde unterbrochen. Es wird geschehen. Mehr Holz! Noch ein bisschen Holz hier! Also Tatsache. Kaufen nichts. Wo soll's hingehen? Wohin auch immer. Ja? Warum kauft die nicht? Na, guck mal, da sind Musikanten da in unserer Stadt. Ja, nur nicht. Die sind in der falschen Taverne. Das ist schlecht. Ziemlich. Handelsruf. Ah, kann es sein. Wo soll's hingehen? Also, wenn die jetzt für die eine Lieferung. Die Produktion wurde unterbrochen. Über die halbe Karte gehen. Dann wird's traurig. Natürlich. Aha. Junge, was macht denn immer mein immer Scheißwagen? Arbeit. Ja? Es kauft einfach niemand. Ich glaube, die andere Taverne hat dich ganz schön ausgespielt hier. Na, mein Handkarren geht nicht einkaufen. Ich geh mal über die Gal.
über die ganze Map. Er geht einfach nicht einkaufen. Geht selber in die Kirche. Für meine Sünden. Trinke es immer. Was nun? Ja, ich trinke mal ein wenig Dünnbier mitten in der Kirche. Wie es sich gehört. Ja, pack da erstmal Dünnbier aus. So. Ich nehme dich so als Beispiel. So müsst ihr euch verhalten, liebe Bürger. Er pumpt sich da erstmal Bier rein, eins nach den anderen. Ja, aber nur so. So, ich bleib da jetzt bis zum Morgen. Oh, es beschwipst. Warum nur? In vino veritas. Ich werde krank, weil ich in der Kirche Dünnbier trinke. Das war Gottes Schelle, Alter. Alter. Ich hab gehört, selbst Gott pisst auf dich, ja, also. Hier bin ich. Warum heißt eigentlich meine Frau Adelheid? Soll ich helfen? Das nehme ich jetzt als Beleidigung auf, einfach von deiner Kirche. Alter, mein Handkarren kauft nicht. Junge, jetzt geht zum geht zum Marktplatz. Der bucht da immer ab. Irgendjemand tut er. Jetzt macht er wieder Tokyo Drift. Eine Tochter geboren. Gebühren. Ach, das ist die Umsatzsteuer. Wie nenne ich jetzt die erste Tochter? Faustus. Fistus. Faustinius. Wird schon passen, ist eine Frau. Was ist? Faustinius. Ja. Solange du nicht Fistinius schreibst. Jetzt geht die wieder durch einen halben Ort. Junge, da ist 30er-Zone, Mädel. Geh wieder über den halben, übers halbe Ortsgebiet. Was soll das? Warte mal, Manuel. Der Neuer, der. Na. Den Witz wirklich nicht. Oh, die, guck mal. Der geht in meine Kirche, der Beisasse von. Der will in meine Kirche gehen, der Typ. Der Orange geht in meine Kirche. Mein Priester steht jetzt vor der Tür und betet jetzt einfach für dich. Warum auch immer. Guck mal, wo der steht. Okay, jetzt hat er sich darum entschieden. Jetzt geht er zurück auf Position. Er heißt jetzt willkommen, aber hat vorher nicht noch angepriesen. Ihr wurdet gelobt. Divi cui bono. Ihr wurdet gelobt. Sag mal. Ach, es kostet natürlich Alkohol, dass man Dünnbier. Junge, gib mir Obst. Ach, das gibt's nie hier in der Stadt. Alea jacardua prima via est. Ey, die Dialoge sind einfach wirklich. Oberste Sahne. Aha, Freisasse. Also du bist Stufe 3, Stufe 1. Oh Gott, die Herzen zusammen, auf dass die Menschen einander achten und. Warum habe ich Raids verloren? Ich finde interessant, die ganze Bevölkerung befindet sich, also die ganze orange Bevölkerung befindet sich einfach in meiner Kirche. Ich lauf da mal kurz durch, weißt du? Ich geh einmal in die Kirche. Na, mein Charakter ist so todkrank, aber er geht einmal in die Kirche. Dort, wo er sich angefangen hat. Jetzt spende mal. Am Gottesdienst teilnehmen. Der geht natürlich in die fast vorderste. Er hat ja auch am meisten Probleme, die er wegwerden muss. Los werden muss.
Feierabend? Ja, was ist das? Also, warum spende ich nicht? Weil du nichts hast! Nein, ich habe 109 Goldstücke, es ist genug. Du brauchst 13. Ja. Aber er spendet nicht. Jetzt geht er wieder. Ohne zu spenden. Warum fliege ich eigentlich schon fliegen über dir? Es ist schon. Naja, er ist nur halb verwest, schon passiert. Weißt du, ich habe gerade richtig Geld eingenommen und jetzt kommt die Steuern und zack, bin ich wieder arm. Aha. Ah, scheiße, ah, Sieg ist unser. Ja, die Franzosen. Da, geht wieder Frösche fressen. So. Hätte ich doch nur teilgenommen. Haben wir aber nicht. Ich weiß. Ach, wir können mit Gersten. Ne. Das ist ja wie. Ne. Wir können mit Gersten nicht arbeiten. Oh. Ich bin im Minus und habe nichts, wie ich das abarbeiten kann. Dingo, das wird ein Neustart. Hey, mal schnell hier, Alter. Oder ich raube jemanden. Wo ist der Orange? Gerade eben war noch bei der Kirche. Jetzt ist er raus. Mittlerweile. Na, wo ist denn sein Unternehmen? Auf der anderen Seite der Stadt, da wo keine Wachen sind, aus irgendwelchen Gründen. Wäre ja schade, ne? So. Wo ist er? Junge, wie die gerade die Plakate abnehmen. Ey, komm, wir beide hängen wieder Plakate dran. In Wien auch. Können wir machen. Komm, ich geh auch. Ja. Davor. Ja. Sind Jelba. Hast du eine Spende für einen guten Patron? Ich weiß nicht, wie ich dir Geld geben kann. Ja. Gut. Ich gehe auf jeden Fall einfach in deren Wohnung. Geh einfach mal zum schwarzen Brett. Ich guck mal, vielleicht kann ich dir etwas Bestechung geben. Hau dir aus. Dann mach das. Soll ich helfen? Ja, das geht sogar. Variation guten Morgen. Delektat. Komm, schlag ihn zusammen. Weil ich hole mir jetzt ein wenig Kampfgeschick. Und schlag ihn richtig zusammen. Pass auf, wenn er einen Typen hat mit Messer, sieht es schlecht aus. Ja, ah, jetzt geht er wieder. Gut, dann schlag ich die Kinder zusammen. Geht auch. Divide et impera. Aha. Hinterlistige Kämpfer. Gebildet. Alter! Alter! Was hängt denn da dran? Junge, die haben dich gehatet! Mich? Die haben dich gedisst! Am schwarzen Brett! Was? Junge. Ich hab sie gerade gedisst mit Gerd Nimmersatt, ja? Und da haben sie dich gedisst! Klein und ranzig. Gäste habe ich kaum mehr 20. Da habe ich ja wirklich. Die kamen, kommen nicht wieder. Speis und Trank waren ihnen zuwider. Mein Nachttopf morgens gänzlich leer. Nun wisst ihr, wo mein Bier kommt her. Ja, komm, lass mich stehen, ist gut. Alter, die wollen es richtig. Ich hab's einfach mal was hingehangen gegen sie. Was soll das hier, Wichser? So, jetzt komm doch mal her. Glühende Kohle und heißes Eisen. Daran ich mir immer die Finger verbrannt. Okay. Nicht mal einen Silberring bracht ich zusammen. Von meiner Schmied ich am liebsten gerannt. Oh Gott. Das ist der schlechteste Reim, Alter. Die Sprüche einfach gegen dich sind besser als die Sprüche gegen sie. Das ist schon deprimierend. Ja, warum auch immer. Schlag ihn zusammen. Schlag ihn zusammen, komm. Wo schlägst du den? Komm. Schlag! Wo machst du das? Ich gebe ihm richtige Keule. Wo machst du? Cui bono. Ich schlag ihn zusammen, während er schläft. Aber er tut nichts. Was? Junge, jetzt schlag zu! Oder schlag die Kinder! Alter, du etwas! Steht auf, legt sich hin! Dann schlag halt die Kinder. Schauen wir mal.
Bitte nicht zensieren, YouTube, danke. Ah, okay. Es hört einfach auf. Gut. Büttel war nichts, ne? Also jetzt geht der Büttel ins Haus. Was macht der Büttel im Haus? Ah. Das war ja. Ah, er hat ja Gardisten. Ja, die Frage ist jetzt die, was machen wir? Schwer zu sagen, ne? Ich eile. Mein Charakter hat nichts. Was nun? Es zahlt niemand. Und die Mehrwertsteuer bumst einfach. Also ich komme gerade so zurecht, also. Hallo? Ah, Internetprobleme.